Hallo und einen schönen guten Abend an diesem heutigen, was auch immer, Tag, je nachdem, wann man sich das anschaut. Wir haben mal wieder eine kleine Filmbesprechung über einen Film, den ich mir angeguckt habe von meinem großen noch zu sehen Stapel. Diesmal ist es der Clint Eastwood-Film Der Fall Richard Jewell. Eastwood ist mittlerweile, glaube ich, 90 oder 91, dreht immer noch fleißig Filme. Aktuell gibt es wohl auch wieder was Neues von ihm. Dieser Film ist aus dem Jahre 19, 2019 oder 2020. Ob er großartig im Kino lief, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Kam auch während der Corona-Zeit raus. Oder war es noch vorher? Nee, ich meine, er ist irgendwann letztes Jahr, ist der, glaube ich, angelaufen, Mitte 2020. Und da waren wir ja mitten in der Pandemie. Kann sein, dass das so die Zeit war, wo man mal getestet hat, ob es funktioniert. Also es ist jetzt auch kein Film, der die ganz großen Massen anlockt. War ja Eastwood eigentlich nie so, der hat keine Flops gedreht, aber war nie so der ganz große Blockbuster-Regisseur. Und auch der Fall Richard Jewell ist, ich finde schon, dass es Blockbuster-Material wäre, aber es ist wieder ein Thema, wo es eher amerikanisch zugeht, wobei das jetzt nicht amerikanisiert wird, das Ganze. Es handelt sich hier um eine Verfilmung des Vorfalls von den Olympischen Spielen in Atlanta 1996. Da gab es einen Anschlag auf so einem Festgelände. Und dieser Richard Jewell, der war zu der Zeit als Security-Mann da beschäftigt und war vorher schon immer so ein bisschen, hat gerne Polizist gespielt, obwohl er halt noch keiner war. Und war in dieser Nacht dann halt auch eingeteilt und hat dann diese Bombe, die da hochgeht, auch gefunden. Beziehungsweise erstmal nur einen Rucksack, und der hat dann die Polizisten darauf aufmerksam gemacht, mal nachzugucken. Und da hat sich dann rausgestellt, dass wirklich eine Bombe war. Und hat dann bei der Evakuierung noch geholfen, dass möglichst viele Leute rund um die Bombe quasi weggebracht worden sind. Allerdings ist kurze Zeit später das Ding dann hochgegangen und es gab auch zwei Tote, glaube ich, viele Verletzte. Und erstmal hieß es dann, ja, ist der Held, der hat das entdeckt und hat geholfen, die Leute wegzubringen. Und so ein paar Tage später, als das FBI seine Ermittlungen dann so richtig aufgenommen hat, da ist er dann auch mit Hilfe von, was heißt mit Hilfe von, ja doch schon durch die Presse auch teilweise ins Fadenkreuz der Ermittlungen gekommen und war plötzlich Hauptverdächtiger. Und dann gab es halt so wirklich eine Hetzjagd auf ihn, und er hat dann Hilfe von einem Anwalt bekommen, den er Jahre vorher kennengelernt hat, wo dieser Anwalt noch in der Kanzlei gearbeitet hat, wo der Richard Jewell als Bote quasi unterwegs war. Und daher kannten die sich noch, und der Anwalt hilft ihm dann bei diesem Verhören durch das FBI. Und die stellen das schon ein bisschen, was die da so veranstalten, um dem das anzuhängen, das ist schon nicht ohne. Ich denke mal, Eastwood ist da auch relativ akkurat gewesen. Das wird schon größtenteils so den Tatsachen entsprechen. Und da hätte das auch anders ausgehen können, weil am Ende hätte ihm auch die Todesstrafe gedroht, falls er dafür verurteilt worden wäre. Tja, und alles, was nach wahren Begebenheiten verfilmt wird, da weiß man eigentlich, wie es ausgeht. Ich wusste es jetzt nicht. Ich habe jetzt von diesem Fall jetzt nicht so 96 nicht so wirklich viel mitbekommen. Zumindest erinnere ich mich nicht mehr wirklich dran. Und ich habe auch vorher nicht nachgeschaut, um was es da jetzt genau geht. Also ich habe den Film jetzt quasi ohne Vorkenntnisse geguckt. Und
das ist gut gemacht. Und ich denke mal, selbst wenn man weiß, wie es ausgeht, ist der Film durchaus spannend. Und da hat Eastwood wieder ordentlich gearbeitet und auch eine gute Darstellertruppe zusammenbekommen mit Sam Rockwell und Kathy Bates zum Beispiel. Sam Rockwell, der spielt den Anwalt, der ist ja eher so bekannt für die bisschen teilweise etwas ekligeren Charaktere, aber er hat hier so einen Anwalt drauf, der hat mir sehr gut gefallen. Ob der jetzt in echt so war, weiß ich nicht, aber der gibt dem FBI schon ordentlich Paroli. Ansonsten ist so typische Qualität, was die Bilder angeht, da lässt er sich nicht lumpen. Es gibt jetzt keine großen Effekte bei der ganzen Sache. Es ist halt wirklich ein Film, der hauptsächlich aus Dialogen besteht und das Ganze trotzdem schön verpackt. Und er geht auch wieder die Eastwood-typischen 130 Minuten. Er hat ja einige Filme, die so in der Länge sind. Kommt einem nicht so lang vor. Ist ein gutes Lob für den Film. Und kann ich also sehr empfehlen. Das ist eine schöne Geschichtsstunde. Der ist jetzt kein großes, ich sage jetzt mal, großes Drama. Und dieser Bombenanschlag, der hat sicher ein Medienecho gehabt und hat auch gezeigt, dass die Medien da sehr manipulativ sein können. Und das bringt der Film auch gut rüber. Und deswegen, wer auf sowas Bock hat, kann ich den Fall Richard Jewell sehr empfehlen. Hat mir ausgesprochen gut gefallen. Und ich warte mal auf einen Film, den ich mal richtig scheiße finde und den ich mal richtig zerreißen kann. Aber momentan ist da nichts am Horizont in Sicht. Und bis dahin freue ich mich halt über gute Filme. Deswegen nicht böse sein, wenn ich hier nicht so richtig abledere über irgendwelche Filme, die ich mir angucke. Ich meine, wenn es keinen Grund gibt, wenn der Film gut ist, warum soll ich da Schlechtes drüber erfinden? Ja, also, wer Bock drauf hat, Eastwood ist immer einen Blick wert und auch hier. Deswegen würde ich irgendwelche Punkte vergeben. Wäre es vielleicht nicht die Höchstpunktzahl, aber doch sehr weit oben. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend und viel Spaß bei dem Film vielleicht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.